Die Quartette Opus 59. Nur ein paar Jahre nach Opus 18. Er hat gerade die Eroica-Symphonie beendet und Beethoven schreibt dann sein Violinkonzert Opus 60. Drei Quartette dem Grafen Rasumowski gewidmet. Er benutzt einige russische Melodien, aber nicht im originalen Verlauf und nicht im originalen Tempo und Charakter, sondern er benutzt es als Material, um damit zu spielen und die Vielfältigkeit zu zeigen. Das erste Quartett beginnt mit dem berühmten Cello-Thema. Damals dachte das Schuppansee-Quartett, das sei ein Witz und sie warteten auf das richtige Quartett. Aber was für ein Wurf. Er beginnt im Piano und nach 20 Takten ist man schon am ersten Fortissimo. Er berührt in der rhapsodischen und Parlando-Sprache, die diese Quartette auszeichnet, alle möglichen Harmonien. Er berührt auch ein Dess-Dur. Ich erwähne das, denn Dess-Dur, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Tonart für Beethoven. Er komponiert sie immer, wenn er Utopie ausdrücken will, beispielsweise in diesem himmlischen Langsamsatz des ersten Quartetts. Es ist die Zeit des Heiligenstädter Testaments. Trotz der Depression aufgrund seiner Krankheiten und auch der nicht funktionierenden Beziehung in allen familiären Belangen, sagt er doch Ja zum Leben, denn er spürt eine Kraft in sich, die heraus will und die, wo er merkt, die haben nicht viele andere. Das zweite Quartett, sehr unterbrochenes Sprechen am Anfang. Es sind nur kleine Fragmente, die sich dann aufbäumen zu großen Themen. Der langsame Satz, eigentlich mein Lieblingsstück in E-Dur. Und da vielleicht ein ganz kleiner Hinweis, um zu zeigen, wie vielfältig er mit Material umgeht. Es gibt in den Begleitungen einen punktierten Rhythmus, immer eine Achtel und dann eine Sechzehntel. Die kommt in verschiedenen Varianten. Einmal Achtel, zwei Sechzehntel gebunden. Das ist erst und zweite Note gebunden. Das ergibt dann so etwas. Dann schreibt er es auch mit Pausen unterbrochen. Oder in der ganz normalen Version punktierte Achtel mit Sechzehntel. Und später sogar im Stil der französischen Ouvertüre doppelt punktiert. Wahrscheinlich nur ein kleines Detail, aber das zeigt schon, wie vielfältig Beethoven mit Material umgeht. Im dritten Quartett gibt es erstmals eine Einleitung in dieser Gruppe. Er hatte ja schon in Opus 18 Malinkolia gespielt und auch diese Einleitung ist wieder ganz besonders. Sie beginnt mit einem dissonanten Akkord, der sich dann im Fortissimo bis zu einer Oktave in der Violine fortspinnt. Im letzten Satz, einem berühmten Fugato, schreibt er dann sogenannte Batteriestellen, eine ganz neue Schreibweise, in der das Quartett als Energiebündel benutzt wird. Wie gesagt, drei fantastische Quartette, sehr, sehr schwer zu spielen, aber was für ein Glück, dass wir diese Stücke haben.